Hallo im Küchengarten. Neuer Tag, neues Glück. Heute geht's weiter mit meinem Garten, dies und das. Ich bin ja nach dieser langen Regenperiode am Aufräumen, Ernten, Neusehen in meinem Garten, in meinem Gemüsegarten. In meinem letzten Video, das verlinke ich euch da oben, habe ich begonnen, die ersten Beete in meinem Küchengarten aufzuräumen und neu einzusehen. Dann habe ich daraus richtig leckere Sachen gekocht, das aus dem, was ich geerntet habe. Das ist immer ein absolutes Highlight, wenn man aus dem eigenen Garten ernten kann und direkt in der Küche frische Zutaten verarbeitet. Wenn dann die eine oder andere kleine Schnecke noch drauf herumkriecht, macht mir das eigentlich gar nichts. Die gehört dazu zum Gärtnerleben. Es darf also auch mal ein Loch oder eine angenagte Stelle sein, essbar ist es trotzdem. Das ist eben der Preis, wenn man ohne Chemie und ohne giftige Keulen gärtnet. Das Ergebnis ist dafür umso leckerer und umso großartiger. Für sich selbst, für die Familie. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja, lasst uns loslegen. Im dritten Gemüsebeet meines Küchengartens, dort hinten, ist nicht allzu viel zu tun. Dort habe ich nämlich Kürbisse. Hier, das ist ein Muscat de Provence. Wunderbar, ist der schon riesengroß, da freue ich mich drauf, wie groß der noch wird. Der rankt hier hoch und hier rüber, da hängt schon der nächste, ein Traum. Dann habe ich ja hier meine Erdbeeren drinnen, die brauchen momentan nicht allzu viel Pflege. Etwas später werde ich dazwischen wieder Knoblauch stecken. Das hat sich im letzten Jahr ausgezeichnet bewährt. Hier habe ich rote Rüben. Eine Brennnessel, die darf raus aus meinem Gemüsebeet. Die dürfen noch wachsen, da ist nicht allzu viel zu machen. Daneben habe ich Fenchel, der schaut schon toll aus. Mal schauen, ich glaube, da kann ich dann bald einen ernten, aber heute brauche ich für das geplante Mittagessen keinen Fenchel, deswegen lasse ich ihn noch drinnen. Und hier daneben habe ich einen traumhaften Hokkaido-Kürbis. Da sieht man auch schon einen orangenen Durchblitzen. Hier, der ist dann schon reif. Das sieht man nämlich daran, wenn hier an der Oberseite, wenn er sich verfärbt. Den kann ich dann schon ernten. Und hier ist das Einzige, was hier zu tun ist, ist diesen Kürbis hochzubinden. Und vielleicht habt ihr hier im Beet schon bemerkt, da ist eine Ranke, die sich quer über das Beet rankt. Und die werde ich jetzt hier herausnehmen, quasi herausleiten. Und dann auch hier oben, da ist nämlich noch eine Stange frei, dort drüber leiten. Für die Arbeit brauche ich ein altbewährtes Stockerl, denn sonst komme ich hier oben an die Strebe nicht ran. Eine Schnur zum Festbinden. Los geht's. Der Kürbis schaut auch noch wunderbar aus. Nur ein paar Stellen, wo ich Mehltau erblicke. Und diese Blätter werde ich jetzt entfernen, damit er sich nicht weiter ausbreitet.
nach dieser ersten harten Arbeit im Garten früh am Morgen ist jetzt Frühstückspause angesagt. Und was ist da feiner als ein leckerer Porridge mit frisch gepflückten Brombeeren? Eine Brombeere kann ich wirklich für euren Garten empfehlen. Von diesem Strauch habe ich schon so viel geerntet und damit gebacken und fürs Müsli und auch eingefroren. Hier hinten unter meinem Dachvorsprung habe ich ein Beet, das schon freigeräumt ist. Und wenn ich schon dabei bin, möchte ich hier auch noch was frisch einsehen. Und zwar hatte ich hier Brokkoli drinnen. Mit Brokkoli habe ich irgendwie überhaupt kein Glück. Den habe ich schon vor langer Zeit hier rausgerissen. Der ist nur in die Höhe geschossen und der Kohlweißling hat ihn geliebt. Und jetzt ist der Platz frei. Und was möchte ich hier aussehen? Was jetzt noch wunderbar funktioniert? Spinat. Da ist jetzt noch die richtige Zeit. Und das Ganze mache ich genauso unkompliziert wie in meinem Gemüsegarten dort hinten mit dem Feldsalat. Ich werde den Boden jetzt einfach ein bisschen auflockern. Der ist aber eh recht locker, muss ich sagen. Und dann werde ich meinen Spinat einfach breitwürfig aussehen, ein bisschen unterhacken, angießen und warten, bis er wächst. Ganz dringend kümmern muss ich mich hier hinten um meine Auberginen, die Little Fingers, die waren echt prachtvoll, haben toll getragen. Jetzt haben die Pflanzen irgendwie den Geist aufgegeben, also werde ich abernten und kann den Platz neu verwenden. Gar nicht schlecht, die Ernte, oder? Hier daneben habe ich noch mein Bohnenrankgerüst mit der Auskernbohne Klosterfrauen. Da sind ein paar jetzt wirklich schon getrocknet. Werde ich mal eine ernten. Es hängen auch noch viele grüne dran. Da schauen wir uns jetzt einmal an, ob die was geworden sind. Interessiert mich. Oh ja, tatsächlich. Da sind sie, die Klosterfrauen. Und zwar heißen die Bohnen deswegen so, weil sie auch schon wieder Kopf einer Klosterfrau. Du würdest jetzt wahrscheinlich gern mit denen spielen, hä?
auch gut geeignet als Katzenbeschäftigung. Also essen würde ich es jetzt nicht unbedingt. Jetzt habe ich hier meinen Blumen- und Gemüsedünger. Mit dem werde ich hier das Beet aufdüngen und nachher meinen Federkohl. Ich habe jetzt nachgeschaut. Federkohl Frosti hier einsetzen. Und ich habe mich auch dafür entschieden, dass ich ein Kulturschutznetz drüber spanne, einfach weil diese weiße Fliege mir die Ernte total versauen würde. Die sind schon recht schön durchwurzelt. Noch ein bisschen klein, ich hätte sie wohl öfter düngen müssen. Jetzt sehe ich, hier sind teilweise schon weiße Fliegen dran. Die versuche ich jetzt möglichst zu entfernen. Und dann einzusetzen. Jetzt gieße ich das Ganze gut ein, weil der Boden war hier sehr trocken. Weil das so südseitig ausgerichtet ist, habe ich hier eigentlich immer das Problem mit Trockenheit. Dann bekommt jedes von meinen Pflänzchen noch einen Stützstab für später, wenn sie größer geworden sind. Und über diesen Stützstab hänge ich dann das Schutznetz. Das Schutznetz kann ich dann, wenn es kälter geworden ist, wieder entfernen, denn wenn es kalt ist, also der Winter gekommen ist, dann fliegen die weißen Fliegen nicht mehr. Oder auch der Kohlweißling. Wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, vorbei an meiner wunderbaren Fetthenne, die jetzt traumhaft blüht. Und hier die Bienen auch im Herbst mit Nektar versorgt. Dann kommen wir hier zu diesem Beet an meiner Hausmauer. Da waren ja meine Tomaten drinnen, die dann der Kraut- und Braunfäule zum Opfer gefallen sind. Bis auf die Black Cherry hier, die eine. Die ist jetzt hier unten schon gut abgeerntet. Und die befallenen Blätter habe ich immer weggeschnitten. Aber sie hat noch so viele schöne, traubenartige Früchte dran, die sich hier auch über die Currypflanze drüber, über das Currykraut drüber ranken. Hier ernte ich immer wieder ab. Da oben sind noch so viele schöne grüne
Und die Blätter sind auch noch einigermaßen in Ordnung. Die lasse ich hier noch stehen und ernte, hoffe ich, noch lange. Hier unten wächst mein Knollensellerie. Naja, die Größe geht noch. Ich hoffe, dass sie jetzt noch Gas geben. Und hier möchte ich dahinter jetzt auch noch eine Reihe mit dem Federkohl Frosti einpflanzen. Hier kann ich mir hoffentlich das Netz ersparen, denn die Selleriepflanzen sind durch ihren Duft sehr ablenkend für alle fliegenden Insekten und Schädlinge. Und das versuche ich jetzt hier. Zuerst entferne ich jetzt hier einige von den Sellerieblättern, die dem Kohl das Licht nehmen würden. Und nachher lege ich sie als Mulch zwischen die Pflanzen, damit sie auch dort am Boden erstens den Boden bedecken und zweitens die Schädlinge vertreiben, wie die weiße Fliege oder den Kohlweißling. Und jetzt kommt als Mulch der Sellerie dazwischen. Den schnippel ich mit der Gartenschere einfach grob in kleine Stücke und verteile ihn zwischen den Kohlpflanzen. Ich hoffe, er bleibt doch liegen, weil die Katze sitzt da hinten schon in den Startlöchern. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und dafür, dass ihr mich begleitet habt auf meiner Tour durch den Küchengarten. Ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen und ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis dann!